Im Outer Rim. Der Fopalnebel. Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Na, immerhin. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Naja, kommt drauf an, wie man es macht. Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Ja, viel mehr ist nicht übrig. Hier ist Aiden Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Das ist eine Falle! General. General Atbar würde das sofort sagen. Das ist eine Falle! Du hältst es für eine Falle. Oh, Lando. Bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Oh, bitte lass mich im Millennium Falcon fliegen. Bitte, 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 bitte. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. General Calrissian? Was war das? Ein Spaziergang. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Naja, ja. Im Großen und Ganzen hat er da recht. Zum Glück warten die immer auf uns. Wir sind sehr langsam. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorn. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Durch das Schiff haben wir uns, glaube ich, durchgekämpft, oder? Also... Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Nach Naboo? Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Oh, eine Twi'lek. Cool. Na, das Imperium verändert Hallo. Sich und mit ihm seine Taktiken. Bist du Ayla Secura? Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt doch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Ja, kommen ja. Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Glaube ich gern. Was für Sie eine Wahl hat denn Lando Calrissian? X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Geil! Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Willkommen. Oh, ist das geil! Oh, das macht jetzt schon so einen Bock. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Nein. Dein Timing ist erstklassig. Kann ich auch ins Cockpit? Ja, ich kann auch ins Cockpit. Krass. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Hey, hey, wir sind nett. Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Danger 1, wow. Okay, Astromech-Reparatur. Kann das mal richtig dastehen? Geringe Menge Gesundheit. Beginn sofort, okay.
Vierfach-Laserkanone haben wir, verlinkt alle vier Kanonen und erhöht kurzzeitig den Primärwaffenschaden. Und wir haben die Proton-Torpedos, feuert einen Proton-Torpedo ab, der das erfasste Ziel verfolgt und großen Schaden anrichtet. Okay. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Ach, schön, dass die echt bestimmt drin sind. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Komm, Freunde, ein bisschen schneller. Wir haben ein Ziel. Zerstört. Na gut, wir zerstören die Dinger. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Nice. Zweiter Satellit erledigt. Ich kümmere mich. Wow. Ah, shit. Ich brauche einen besseren Anflugsektor. Und bingo. So, Feuer frei. Ranger 5, ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Naja, wir machen das. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf TIE-Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, vorsichtig. Wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Wow! Oh, das war knapp. Das war gut. Uah. Guter Schuss, Commander. Ja, ich weiß. Hey, hey, in meiner Einheit ist sie kein Commander. Naja, hab dich nicht so. Vorher war ich aber einer. Bingo! Bingo! Du bist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Sie wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Ich zerstöre so gut ich kann. Boah. Wow! Satellit ausgeschaltet. Sektor sieht gut aus. Komm schon. Oh, nicht gut. Ja, ich brauche ein bisschen Abstand. Junge. Zum Glück haben die X-Flügler Schilde. Das ist schon hilfreich. Ciao. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternzerstörer. Den Sternzerstörer. Y-Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternzerstörers. Okay, da geht's los. Sie geben hier keine Befehle. Welchen soll man denn nehmen? Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternzerstörers. Das Schildsystem ist aber da oben. Der Jäger hat unsere Bombe im Visier. Fangt sie ab. Leiste Unterstützung. Helfen wir ihnen. Okay, erstmal TIE-Jäger. Und dann das Schildsystem. Wow. Jawohl. Läuft noch ganz gut. Das sind die Turbolaser bearbeiten. Jawohl. Bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Die Restoration? Komischer Name für ein Großkampfschiff, aber okay.
Ah, hier. Teiljäger im Anflug. Holen wir sie uns. Ja, das war sehr gut. Kriegen wir schon hin. Die Teiljäger sind aber ein bisschen schneller als die normalen. Jawohl. Die X-Flügler sind nicht gerade die wendigsten. Da sind die Teiljäger besser. Aber X-Flügler haben Schilde, was die Teiljäger nicht haben. Noch mehr Teiljäger! Ja, ich bin ja dabei. Kann ja auch nicht alles machen. Wo sind denn noch welche? Mei, da wäre ich ja schneller mit dem scheiß Schild. Können die sich mal ein bisschen beeilen? Schilde ausgefallen. Na geht doch. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügler haben ihren Bombenangriff. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Das knallt gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theed. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Oh je. Alter, wie geil. Wie cool das bitte ist. Hey, Lea. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Theed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Na klar. Ja, verstanden. So schnell geht's? Was sagst du? So schnell ist man bei der Rebellion. Wie heißt Sie, Soldat? Del. Del. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, man. Okay, jetzt gehen wir ab hier als Lea. Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher sein. Let's go. Was können wir als Lea? Fähigkeiten. Sie hat eine Blendgranate, Schnellfeuer. Setzt ihren Blaster durch ein verbessertes E-11-Gewehr? Okay, cool. Wodurch ich den Gegner mit anhaltenden, aggressiven Laserfeuer unter Beschuss nehmen kann. Und ein Truppschild platziert sich bei einem Truppschild, der sie sofort, sofern sie sich innerhalb des Schildes befindet, vor Blasterfeuer schützt und Leben regeneriert. Nett? Cool. Hier bleiben. Bei mir ist es sicher. Aggressive Verhandlung. Die Defensivfähigkeit. Sehr gut. Gebiet gesichert. Wo müssen wir hin, Freunde? Del, kriegen Sie das Relais hin? Ich war früher mal Ingenieur auf Großkampfschiff. An die Arbeit. Da leg los. Ja, man. Oh Gott. Alter, der Blaster geht gut ab. Shuttles im Anflug. Imperiale Truppen kommen. Wo denn? Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war's. Viel hat Sturmtruppen zerlegt.
Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Das Gebiet sichern! Geil. Aber ich kann auch nicht rausballern. Ja, ich krieg das hin. Verstärkung. Werdet nicht leichtsinnig. Das ist schon cool. Langsam wird's. Es dauert nicht mehr lange. Ah, brauche Deckung. Naja, hier, ich bin ja hier. Alter, aggressive Verhandlung, so geht's. Was? Naja, wir machen ja schon hier. Also Leia geht ordentlich ab hier mit ihrem Blaster. Ganz schön krass. Los, Del, weiter geht's. Versorgen die Relays die ganze Stadt mit Energie? Ja, bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Zeke das Imperium nicht aufhalten. Oh, wie geil das ist! Das macht einfach Bock. Feindlicher Kampfläufer! Ich brauche hier sofort einen Bomber! Bestätigung, Wright. Oh, oh. Gehen Sie in Deckung. Schön zerlegt. Das hat gesessen. War gut, war gut. Sie wollen uns holen! Transporter kommt! Das Imperium lässt nicht nach! Schnell, los, weiter geht's. Ein weiteres Relais ist so gut wie aktiviert. Für die Rebellion! Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube an Sie, Shrimp. Freut mich, mindestens einer. Wenigstens einer. Verzeihung. Feuert, feuert! Was das Zeug hält. Zum Glück gibt's kein Friendly Fire. Junge, Junge, Junge. Del, bist du hier? Del, komm bitte. Es ist Krieg! Komm, Del. Wir haben was zu tun. Ja, haben wir gut gemacht. Los geht's. Junge, Junge, Junge. Prinzessin, schlechte Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Na prima. Wir können nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Okay, jetzt wird die Sache langsam. Ja, ja, dann kreuze die Drähte endlich. Meine Fresse. Das müsste gehen. Junge, der Dell, ne?
Er hat's hingekriegt, wie scheint. Gehen Sie rein. Das war eine Blendgranate. Ich bin getroffen. Brauch eine Sekunde. Ja, ich auch. Prinzessin Leia konnte Naboo nicht verteidigen. Alles sicher. Sie sind dran, Dern. Los geht's. Prinzessin, schlechte Nachrichten. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu Ihrer Position zurück. Ja. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Na dann, lass die Sache mal werden, wenn es langsam wird. Okay. Wenn ich die Drähte kreuze. Moment. Moment, das müsste gehen. Chevron rein. Ja! Idlidi! Relay ist in Betrieb. Schön. Sehr gut. Das ging eindeutig besser als vorhin. Wir sind fertig. Shrift, wie ist Ihr Status? Relay ist online. Sehr gut. Unsere auch. Alle zum Palast. Dal wird reingehen und einen Ionenimpuls zünden. Wie bitte? Die Königin hat vor den Klonkriegen zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Hat sie das? Nicht, wenn wir im Palast sind. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Naja, hier, lass er reinkommen. Wir werden überrannt. Alle zurückfallen. Rückzug. Da sind sie. Einfach umgeboxt. Oh. Ich heil mich mal schnell. Rückzug, Freunde, Rückzug. Gehen Sie rein. Kampfläufer, lenkt sie ab. Zu unserer Position. Beschützt den Palast. Bomba! Los, runter! Alter, was hier los ist? Komm, schnell heilen. In Arbeit. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben Ihnen Zeit, wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Sag da einfach so, ne? Alter. Alle Mann, die Treppe rauf.
Los! Ja. Sehen uns zurück! Lasst ihr nicht die Treppe rauf! Haltet sie von den Toren fern und feuert immer weiter! Junge, 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 hier ist aber was los, ey. Prinzessin, der Impuls ist gleich bereit. Gut, wir haben nämlich bald keine Deckung mehr. Sal, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bin bereit, Hoheit. Wir haben zu viele Truppe an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leite Detonationssequenz ein. Junge, Junge, Junge. Prinzessin Leia haut sein Wahl um. Uiuiuiuiuiui. Das war krass. Upsi. Das war knapp. Nein, Droide! Warum sind unsere Waffen nicht kaputt? Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Calrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. Das ist meine Ehre.